Morgen miteinander. Morgen. Also zum heute Martini Fassade. Alban. Alban und Exxon, Gruppenleiter Alban. Ja, nicht vergessen, Sicherheit kurz mitnehmen. Frau Morgens um 6:30. Firmenchefin Yolanda Plüss überwacht die Arbeitseinteilung ihrer Reinigungstruppe. Dann würden wir heute noch einmal wieder mal Kontrolle machen von der Notfallkärtli. Einen Unfall gab es noch nie. Die Sicherheit geht vor. Und Disziplin. Gut. Das muss auch sein. Weil so ein bisschen Larifari, dann, das geht nicht mit so vielen Leuten, oder? Das ist ein Ablauf am Morgen, wo sich die Leute daran gewöhnt haben. Aber wir haben es auch lustig. Also es ist nicht so militärisch. Einfach der Appell, sind alle da, wer fehlt, jawohl. Und dann ein bisschen zackig. Und ich meine, den ganzen Tag soll dann auch ein bisschen zackig ablaufen. Ihr Vater hatte das Unternehmen 1960 gegründet. Sie selbst stieg vor knapp 25 Jahren als Geschäftsführerin ein. Schon als Kind hatte der Vater sie regelmäßig zu Putzeinsätzen mitgenommen. Als Kind, als ich mit durfte auf die Baustelle, hat mich das von Anfang an eigentlich schon fasziniert, was man da alles machen kann auf dem Bau. Als Kind war es nicht ganz einfach, weil ich bin belogen worden in der Schule und es hat geheißen, die Vater ist ja ein Scheisseputzer. Und bin dann auch etwa heim gebrieken, weil es doch nicht so einfach war. Aber der Beruf hat mich nie mehr losgelassen. Im Betrieb ist die Chefin nur selten. Viel öfter zieht es sie auf ihre vielen Baustellen. Diese Baustelle hat es in sich. Oh, da ist noch viel Wasser. Ja. Gut. Habt ihr schon viel abgezogen, hä? Es sollte einfach bis heute Abend fertig sein. Mögt ihr nachher, Herr Reser? Bis heute Abend? Ja, wir machen das nachher, ja. Mögt ihr fertig? Ja. Gut. Der Reinigungstrupp muss unter Zeitdruck arbeiten. Bau- und Industriereinigungen gehören zum Kerngeschäft. Yolanda Plüss will sichergehen, dass alles glatt und termingerecht läuft. Ich bin jetzt schauen, ob unsere Leute, die wir hier haben, fertig werden mit dieser Arbeit. Oder ob man allenfalls noch mehr Leute bringen müsste. Ob es noch mehr Wassersauger braucht. Oder generell, ob noch ein Problem ist, das man lösen müsste. Meine Güte, ist das fertig gestorben. In einem Oldner Industriebetrieb müssen die Dachfenster gereinigt werden. In 15 Meter Höhe. Und bei laufender Produktion. Kein leichter Auftrag. Meine Güte. Die Chefin nimmt sich ein Fenster zum Testen vor. Auch hier will sie wissen, was auf sie zukommt. Ja, das läuft eigentlich sehr gut. Jetzt wissen wir, wie lange das wir etwa brauchen für eins. Ne? Sind wir doch noch ein paar da. Wie wichtig ist dieser Auftrag für Sie? Eigentlich, es ist für mich jeden Auftrag wichtig. Es ist jeder ein bisschen anders. Der ist jetzt ein bisschen speziell. Mit Hebebühne und so spezielle Aufträge gefallen mir besonders gut. Als sie 1986 die Geschäftsführung übernahm, war die Firma am Boden. Der Vater hatte aufgehört, sich um den Betrieb zu kümmern. Es gab nur noch einen Mitarbeiter. Die Tochter stand vor der Entscheidung, die Firma zu schließen oder sie neu aufzubauen. Heute ist das Unternehmen mit über 300 Angestellten und 6 Millionen Franken Umsatz Marktführer in der Region Olten. Wie haben Sie es geschafft, wieder das Unternehmen so von null aufzubauen? Das ist fast von alleine hat das angefangen, dass sich das umgesprochen hat. Wir haben eine gute, qualitativ gute Arbeit geleistet und das hat sich umgesprochen. Das kann man sich vorstellen wie ein Schneeball, der fängt an zu rollen. Und der wird immer grösser. Und solange ich immer meine gleiche Philosophie habe und Einstellung zu der Firma, wird die Balle wahrscheinlich nicht aufhören rollen. Was ist denn Ihre Philosophie? Eben Freude am Beruf, Einsatz. Und ich kenne auch das Wort «es geht nicht» oder den Satz «kenne ich nicht». Und das ist das Erfolgsrezept. Hey, langsam! Hallo. Ist gut gegangen? Fertig geworden. Und wenn ich so abgabe, alles umgibt, super. Abgeben, keine Reklamationen. Nein. Gut.
Im Mai erhielt Jolanda Plüss den sogenannten Lena Award, einen Preis für erfolgreiche Unternehmerinnen. Die Auszeichnung bedeutet ihr sehr viel. Sähe die Firma anders aus, wenn ein Mann sie leiten würde? Ich denke schon, dass ein Mann vielleicht eine Firma mehr nach Zahlen führt und nach Managerart. Und da, ich führe die Firma mit sehr viel Herzblut, mit sehr viel Persönlichkeit. Und ich denke, das kommt auch so rüber. Meist ist es die Chefin, die nach einem langen Arbeitstag als letzte Feierabend macht. Frau Plüss, müssen Sie jetzt daheim noch putzen? Ich gehe jetzt schauen, wie es aussieht daheim. Ich habe einen Hund und der bringt immer Dreck rein. Und sicher gibt es einen oder anderen noch zu tun heute Abend.